Spalto drauf und erstmal Holzhacken, Freunde. Ganz genau. Ein bisschen drauf rumhämmern. Man braucht ein paar kleine Zündhölzer, würde ich sagen. Ne? Hallo, Freunde. Heute zünden wir mal das alte Schätzchen. Die rote Weberkugel. Da gucken wir doch mal rein. Zünden! Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. So, hier ist das Setup. Kugel unten drunter. 47er ist unten, ne? Kreuz passt natürlich auch auf die 57er und auf alle möglichen gängigen Kugelgrills eigentlich. So, hier so eine kleine Pyramide bauen, anzünden, Dingen schon mal drauflegen. So, jetzt kann man schon den Topf draufschmeißen. Da können wir schon mal anheizen, ne? Schadet ja nicht, ne? So, Deckel ab. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Speck klein schneiden, Schwarte könnt ihr entfernen und dann macht er kleine Würfelstreifen oder was auch immer ihr da gerne machen wollt raus, ne? Ganz genau. So, rein damit, ne? So. Ja, und jetzt hier Zwiebeln hinterher. Das hier schön köstlich brutzelt. Oh, ist ordentlich Power drauf. Ganz genau. So muss es sein. Richtig schön scharf anbraten hier. So, danach die Möhren hinterher. Ja, und dann Umrühromat 3000. Er kommt. Nightshow. Ein Mann und sein Handschuh kämpfen gegen das Unrecht. Sie kommen direkt aus der Foundation für Lunsen und Wemsen zu euch. Abgelöscht haben wir es mit Gemüsebrühe. Alle Infos wieder in der Infobox wie immer. Hier Kassler, klein schnippeln, so Würfelchen machen. So Mundgröße, dass sie so gerade in den Mund passen. Jetzt hier Mettenden schneiden, schnippeli-dubbel, ne? Und das schmeißen wir gleich alles in den Topf. Bis Glücks. Oh yeah. Hier für die Armeefarben, ne? Hier der Bundeswehr-Eintopf hier. So. Ah, ja, richtig Tarnfarbe wird ja der Topf hier gleich. So. Gut, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Sellerie. Reinballern, ne? Damit die Girls das Fleisch nicht riechen, ne? So. Oh, jetzt hier Sellerie noch hinterher. Oder hier Lauch-Dinger da und Kartoffeln hinterher. Ja, gute deutsche Kartoffel. So, jetzt die mitendet Fleisch rein. So, ist der Topf auch so bis Maximum voll gemacht, Freunde. Ganz genau. Ja, schönes Holzfeuer. Das macht doch mal Spaß. Was meint ihr, Freunde, ne? Man sollte öfter mal ein bisschen auf Holz kochen. So, Salz, Pfeffer, Mario Rana Randa, ne? Und dann gleich hier Salz noch hinterher. Deckel schließen und köcheln lassen, vor sich hin lunsen, ne? Bisschen umrühren, so. Das fällt nachher noch ein bisschen alles in sich zusammen hier. So, Deckel drauf und ab geht die Post. Nach circa 2 Stunden schön gedatscht. Gucken wir mal rein in den Lümmel hier. Oh, es dampft noch vor sich hin. Jawohl, so sieht's aus. Könnte ab und zu noch ein bisschen Flüssigkeit nachgeben. Aber nicht zu viel, sondern es muss dann so eine Konsistenz hier haben. Oh, ja. Yeah. So muss das aussehen. Und dann würde ich sagen, runter damit, Baby, jawohl. Red Flames. So, ein bisschen Petersilie oben drüber, ja. Zur Tarnung natürlich. Und deswegen nennt man das auch das Bundeswehressen, weil es halt nach Camouflage aussieht. Ganz genau. So, Nemomat hier und dann hier schöne Kelle raus. Oh ja, doch bei der Bundeswehr ist weniger Fleisch drin, ne. Ah, zu teuer, ne. Ja. So, und ab die Post. Löffel rein, Freunde. Oh, Bundeswehr-Eintopf Johnny-Style hier. Ja, der Erbseneintopf des Glücks. Ganz genau, ich hab mich mal dran gewagt, Freunde. So, Freunde, ich würde mal sagen, probieren wir mal das Gefährt. So, Erbseneintopf Bundeswehr-Style, Johnny-Style. Yeah! Mmh, genau so muss es schmecken. Ganz genau. Richtig geil. Mmh. Ah. Das gibt Kraft und Ausdauer, so wie man es braucht. Na, wer hätte gerne eine Kelle? Rezept in der Infobox. Mmh. Ah. Mmh. Ah. Sehr deliziös. Mmm.
Lasst den Daumen nach oben brennen, schreibt mir einen schönen Kommentar drunter und verteilt das Video in die Welt hinaus. Viel Spaß, bis bald. Eure Grillshow.